Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 5. So, wir sind hier mit Ornella unterwegs, eine Akolyte des Todes. Und ganz ehrlich, die sind zwar... Ja doch, die sind niedrig. Aber dann habe ich halt null Mana, das ist gefährlich. Ich bin zwar kein guter Magier, aber... kollektive Verlangsamung kann ich nicht mal spielen. Na gut, dann holen wir uns die Gegner. Die klauen wir jetzt. Mir zwar jetzt das Mana, aber ist halt so. Der andere kann schon gar nichts mehr klauen, weil ich nichts mehr habe. Dämonen. Was machen Dämonen hier? Warte mal, wie weit kommt der? Der kommt nicht sehr weit. Gut, dann können wir uns auf den konzentrieren. Gib mir mein Mana zurück, ihr Ratten. Well, gut. Hierhin kannst du laufen und du kannst hierhin laufen. Der will unten rum. Nicht gut. Nicht gut. Wobei, die müssten in Reichweite der Liche sein. Ja. Das ist gute Damage dann. Und hoffentlich ein Level. Ich brauche Erfahrungspunkte. Skelette. Ah, Skelette. Würde ich auch gerne mitnehmen. Geht aber gerade nicht. Gerade kein Platz. Ich muss die normalen Menschen loswerden. Will ich die bekämpfen? Nee, die will ich erstmal nicht bekämpfen. So. Neue Ziele? Ihr braucht einen Schlüssel, um das Portal zu öffnen. Oh, schaut mal da an. Oh, das ist eine Stadt. Findet die untere Hälfte, die obere Hälfte. Ich muss mit der Hexe reden. Mhm. Bisschen extra Lack könnte ich gebrauchen. Also, hier ist schon mal ein Held. Und eine Stadt. Minus Lack. Ernsthaft? Das kann ich nicht gut gebrauchen. Shit. Na gut, ein gegnerischer Held. Der hat sogar einen Tod. Der hat... Das ist ein einfacher Gegner, relativ. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen überrascht. Dass der einfach sein soll. Puh, der hat Truppen. Andererseits, was für Truppen hat er? Jetzt nicht die stärksten Truppen. Natürlich treffen die! War doch sicher. War doch klar. Was anderes kann auch gar nicht passieren. Die Zombies, dann kommen meine Zombies sind jetzt dran. Meine Zombies hauen drauf. Oh shit, die Vampire. Ich habe echt darauf gehofft, dass die Vampire den töten können. Oh, Race Dead hat er auch noch. Ach du Schande. Das ist nicht gut. Das würde mir selbst wehtun. So. Oh, das ist keine Gegner. Das ist schade. Ein Schildschlag, das ist gut. Und wieder Race Dead. Kein angenehmer Kampf. Sehr lästige Gegner. Das sind eher unwillkommen. Wir müssen die Skelette loswerden. Die dürfen nicht dauernd wiederbelebt werden.
Hört auf damit. Das kann so nicht weitergehen. Minus Luck. Natürlich. Nein, ein Lich ist gestorben, aber das wäre sowieso passiert wahrscheinlich. Ich will die Stadt haben, gib mir die Stadt. Yes. Ach. Ah, meine Vampire. Die dürfen natürlich auch nicht sterben. Okay. Jetzt sieht's gut aus. Schön dezimieren, diese Einheiten. Schön dezimieren. Jawohl. Ich hoffe, damit habe ich die Stadt erobert. Should it happen that any destructive work? Destructive, dark, westbound, or divine spell is completed. Okay. Weakness and Suffering Spell. Ja, gut. Meisterliche Dunkelmagie. Wonach gräbt ein Bücherwurm so fern von seiner Bibliothek? Knoblauch nehme ich an. Ich soll Bücher voll altem Wissen für den Zauberer Menelak herbeischaffen. Menelak, sagt ihr? Der Name klingt vertraut. Ich erwähne ihn vor Giovanni. Ich schlage vor, ihr sucht euch vor Sonnenuntergang einen Turm. In dieser Stadt wurde bereits eine Knochensäule errichtet. Sie erhöht den für einen Helden verfügbaren Betrag an Dunkelenergie. Ja, plus 100 ungefähr. Naja, ein bisschen weniger. Denkt daran, diese Art Bauwerk in jeder von euch eroberten Nekropolis zu errichten. Das Grabmal der Verlorenen erhöht eure Dunkelenergie ebenfalls. Aber zu diesem Bau benötige ihr Aschers Träne. Ja, die Stadt gehört mir? Die Stadt gehört mir. Super. Was kann die Stadt? Kann die Stadt irgendwas? Kann ich da Einheiten? Okay, was brauche ich? Das brauche ich. Warte mal, brauche ich das überhaupt so? Dann bauen wir uns erstmal hier eine Wirtschaft aus. So, dieses Gebäude gehört mir. Vielen Dank. Die wollen sich anschließen. Oh, die sind... Oh. Ich habe Platz für die. Was passiert? Achso, ich habe... Ah ja, ich habe ja Skelette dabei. Aber ich muss gerade... Ach, naja, ich muss eigentlich nichts. Ich kann da runtergehen. Die will ich nicht bekämpfen. Den will ich auch nicht bekämpfen. Was haben wir hier? Vielleicht später. Den Brunnen könnte ich mir gönnen. So, was haben wir hier? Aha, ein Portal. Da geht's zur Hexe, wie es scheint. Ah, es gibt immer noch einen roten Spieler. Na gut. Und da ist die Stadt vom roten Spieler. Mäßig. Okay, ein mäßiger Gegner. Und wenn ich den besiege, dann gönnen mir zwei Städte. Prinzipiell. Ja, logischerweise. Vorbauen. Roter Spieler, grüner Spieler. Ist der immer noch mäßig? Ich sehe es nicht so richtig. Ja, er hat sich aber leider gerade die Truppen organisiert. Naja, egal.
Wenn ich den besiege, dann gehört mir auch seine Stadt. Schauen wir mal. Oh Gott, der hat schon weiterentwickelte Truppen. Und Eile kann er sprechen. Ach du Schande, der kam zu mir jetzt durch. Oh, er hat aber keine Immunität. Aber er kann sich heilen. Das hat wehgetan. Ernsthaft? Ist das ein mäßiger Gegner? Der kommt mir ziemlich stark vor. So, Tote erwecken. Tja, bringt mir noch nicht viel. Aber ich kann auch Tote erwecken spielen. Nur gut. Schwächen ist vielleicht nicht schlecht. Das ist seine stärkste Einheit gleich. Nachdem ich die Vampire losgeworden bin. Was? Wieso? Ah, nein, ich komme dann durch. Das ist nicht gut. Ich komme von den Vampiren. Das ist schlecht, dass ich nicht durchkomme. Ach, das ist Mist. Der Vampir steht im Weg. Ärgerlich. Auch ärgerlich. Mein Vampir gegen seinen Vampir. Der macht einen Damage. Warum ist er so stark? Okay, der ist normalerweise so stark. Na gut, aber trotzdem. Oh, ich mache auch Damage. Na gut. Schwächen vielleicht noch auf den. Auf diese Zombies. Eine Retaliation von denen saugen. Dann können die nämlich nochmal drauf. Aua. Ich befürchte, wenn ich den loswerden kann, den Kampf verliere ich so. Den Kampf verliere ich so. Wartet. Ich habe... Dann laden wir da neu. Okay, den Kampf verliere ich im Moment noch. Noch ist das keine Option. Dann hole ich mir das Erz hier. Und gehe wieder zurück. Warten wir doch ein bisschen kurz ab. Und machen uns ein klein wenig stärker vielleicht. Da, damit ich Geister... Geister wären gute, hilfreiche Assistenten gegen diesen Gegner. So, schön, schön, schön. Hier sind einfach bloß Skelettbogenschützen. Die sollten... Jawohl! Die sollten eine gute Ergänzung für meine Armee sein. So, Geister. Schön. Ich brauche Lichs. Lichs sind sehr wichtig. Die könnte ich umwandeln. Ich muss nämlich auch schauen, was ich umwandeln kann. Also hier geht schon einiges. Erstmal Geld. Geld und dann holen wir doch gleich mal Truppen. Skelette. Bauen wir doch gleich eine kleine Skelettarmee auf. Die schadet gewöhnlich nicht. Vampirvilla. Spekulukruppe. Was auch immer. Mhm.
gucken. Ganz ehrlich, die taugen schon nichts mehr. Die will ich bekämpfen, weil die kann man umwandeln. Okay, die stehen zwar ein wenig komisch, aber macht nichts. Die können ja anspringen, deswegen müssen sie als erstes fallen oder so klein gemacht werden wie möglich. Sonst machen sie ihre Sprungattacke. Ich könnte sie aber auch triggern, dass sie hier springen. Okay. Ja. Oh, die haben sogar getroffen. Ich dachte nämlich, dass sie nicht treffen werden. Der kommt durch. Das ist nicht cool. Der kommt nicht durch. Na gut, dann auf den fokussieren. Skelette. Taugen nix. Nein! Ich wollte die eigentlich noch wegziehen, aber jetzt ist es zu spät. Egal. Und Schlitz weg sind sie. Das war äußerst vorhersehbar. Ich bin begeistert, wie die Moral von den Leuten ist in einer Untotenarmee. Das ist wahrscheinlich bloß kampagnenspezifisch. Moral hat sie ja nicht wirklich. So, die nehme ich mit. Ja, ich würde gerne sehen, wer das bewacht. Ich sehe schon, dass da jemand das bewacht. Ah, hier. Zu viele Skelette. Es wäre ein Segen, wenn die sich mir anschließen würden. Dann könnte ich Rot direkt angreifen, würde ich sagen. Es ist ja gespeichert. Okay, laden. Oder? Moment, wie viel sind's? Ja, laden. Das ist zu viel. Der Try war es wert. Krypta. Da kriege ich Zombies. Die könnten schon eher ein Opfer sein. Warum ist da überall so eine Fahne über denen drüber? Ach so, das bedeutet, dass es so ein gemischter Stack ist dann. So, Vampire. Vampire sind auch sehr nützlich. Ach, wenn ihr euch mir anschließen würdet, dann könnte ich Rot sofort angreifen. Weil ich glaube, so eine zweite Stadt und kein Gegner mehr auf der Map wäre ziemlich nützlich. Weil Grün sieht aus, als wäre inaktiv. Dementsprechend könnte ich mir leisten. Moment. Der kommt. Der kommt leider bis dorthin. Schade. Diese Echsenreiter, die müssen halt jetzt irgendwie aufgehalten werden. Sie können entweder dadurch aufgehalten werden oder... slow. Slow. Dadurch können sie verlangsamt werden, wie es sagt, wie es schon heißt. Das ist gar kein schwacher Stack, muss ich leider gerade zugestehen. Absolut nicht. Die können leider was. 21 von denen töten halt auch mal ein paar Geister. Was? Zum Teufel. Boah. Nee, die sind stark. Die sind zu stark. Auch hier muss ich laden. Ich bin zu schwach. Ich vergesse das immer. Das ist normalerweise kein starker Stack. Aber ich muss hier im Moment gerade echt aufpassen. Ich kann mir das nicht leisten, gegen die zu kämpfen. Das ist scheiße. Na gut. Magie könnte ich mir leisten. Dann kann ich mal ein bisschen was zaubern. Ne? Zaubern ist nicht schlecht. Okay, wir warten die Woche ab und dann gehen wir mit frischen Truppen los, würde ich sagen. Was ich da auf jeden Fall noch brauche, ist... mehr Skelettschaden nicht.
Ich kann die nicht upgraden. Okay, dann warten wir, bis die alle eingetroffen sind und dann geht's ab. Halt, ich kann noch was bauen. Ich muss upgraden? Nee, nicht wirklich. Hier. Oh. Ja, das wäre nett. Ein paar Stufe 2 Sachen. Kapitol. Somit habe ich keine großen Geldprobleme. Aber wo ich Probleme habe auf jeden Fall, ist es... Warte. Nee, da kommt noch ein Trupp. Eigentlich müsste ich doch gegen die kämpfen. Zitadelle brauche ich. Eigentlich müsste ich doch gegen die kämpfen. Oh, die sind aber so stark. Aber dann könnte ich meine Truppen upgraden. Das wäre auch stark. Wäre ich nicht so schwach. Was ist das eigentlich? Ein leuchtendes, verlassenes Bergwerk. Gibt es noch irgendwelche Gegner, die ich umwandeln könnte? Die vielleicht. Alles schwach. Ich bin so schwach. Ich gehe einfach mal vor. Und schau mir an, wie der Gegner jetzt aussieht. Wahrscheinlich sieht es nicht besser aus. Seine Fernkämpfer haben mich hier zerfetzt. Nichts anderes, nur seine Fernkämpfer. Vielleicht wollen sich die mir anschließen. Nein, wollen sie nicht. Naja, vielleicht wollen sie mir ein Level gönnen. Das wäre möglich. Nein, wollen sie nicht. Verluste kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Ach, das regt mich auf, dass ich so schwach und langsam bin. Das ist unangenehm. Und dann noch Gegner, die ich nicht treffen kann. Nein. Das war wichtig. Und schön. Schön und wichtig zugleich. Oh, die sind ja abgegradet, sehe ich gerade. Aber treffen auch nicht, zum Glück. Wurden nochmal dezimiert. Greife meine Geister an. Meine Geister werden nicht getroffen. Ich treffe aber zu einem Gegenschlag. Sehr gut. Die greifen die Vampire an, die Vampire juckt das nicht und killen die. Das ist schön. Das war nicht so gut. Wieder daneben? Ah, schön, dass es wenigstens nicht nur mich betrifft. Komm, irgendjemand muss sie doch treffen. Irgendjemand muss sie doch treffen. Na, jetzt treffe ich ihn natürlich. Ja, natürlich. Ja, du kannst nicht schießen, weil sonst triffst du meine eigenen Leute. Das ist nicht gut. Das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe das eigentlich bloß wegen den Erfahrungspunkten gemacht, aber ein paar Erfahrungspunkte kriege ich jetzt nicht. Hier sind überall diese... Sondereinheiten. Nenne ich sie mal. Wobei, die kann ich bekämpfen. Oh ja, da ist sogar eine Schatzkiste. Okay, die müsste ich eigentlich bekämpfen können. Wobei, die halten auch was aus. Oh, ist das schwach. Nee, ich brauche meine Magie für den nächsten Kampf. Was haben denn die für besonders... Ich will sehen, immateriell fliegt immun...
Munition stehlen. Naja. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Gut. So, die Geister hier. Oh ja. Nein! Oh, schade. Au, oh, das hat wehgetan. Da muss ich gleich wieder zurückziehen. Oh, die 23, die werden wehtun. Die werden richtig wehtun. Die werden richtig wehtun. Die werden nämlich auf meine... Ne, die, doch, die werden auf meine Lips gehen. Und ich treffe sie nicht. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann auch nichts gegen die machen. Ich muss dazu treffen. Ich hasse Geister. Die Skelette sind jetzt total am fehl am Platz. Okay, getroffen. Daneben. Jetzt dürfen die wieder zuschlagen. Und töten noch einen von meinen wichtigen Einheiten. Noch mehr, die gehen halt alle auf meine Fernkämpfer. So kann ich nicht den Gegner angreifen. Wenn da nicht so eine Kiste wäre für ein Level Up, würde ich sofort neu laden. Kommt schon, trefft. Na endlich, erlöst mich von dieser Qual. Boah, das war ein horrender Preis, leider. Mäßig, ja, mäßig. Die Truppen haben sich nicht großartig verändert. Dann ist es vielleicht doch so machbar. So. Ich würde es gerne als Autokampf ablaufen lassen. Oh, einfache Land. Master of Curses. Verteidigung. Landkunde ist nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe dann wieder. Komme ich nächste Woche wieder? Mein Vorteil ist anscheinend, dass er nicht rausgeht und dementsprechend nicht levelt. Also es ist ein Low-Level-Gegner. Mein Nachteil ist, ja, was soll ich machen? Ich hab nichts zur Verfügung. Noch nicht. Ich muss auch auf die Zeit achten. Also 3 Monate habe ich Zeit für das ganze Primborium. So, dann warte ich jetzt ab, bis ich eine kleine Armee zusammen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Gegner angreifen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.